Ich bin's, Bulli. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hab so Bock auf die 5. Staffel LOL Last One Laughing. Wollen wir reingucken? Herzlich willkommen zur 5. Staffel von Last One Laughing. Wenn Sie die Show schon kennen, muss ich die Regeln ja eigentlich nicht mehr erklären. Wenn Sie die Show heute zum ersten Mal gucken, dann erkläre ich jetzt lieber mal die Regeln in einem Satz. 10 Entertainment-Profis, 6 Stunden in diesem Raum und wer zweimal lacht, fliegt raus. Und glauben Sie mir, unseren 40 Kameras entgeht nichts. Schmitz. Schönen guten Tag, da bin ich. Bin ich wirklich allein? Ja. Ja, ich bin der Erste. Wow! Mann, das ist schon für mich, glaube ich, eine absolute emotionale Herausforderung. Schmidt Nummer 1. Taktik, habe ich eine Taktik? Ja. Nicht zuhören. Was ist das? Bullis Puppenkiste. Ja, Bullis Puppenkiste ist neu. Dazu kommen wir später. Ich ahne schon, ich ahne schon. Ina Müller. Man weiß ja, Ina Müller ist sehr nah am Lachen gebaut. Nimm einfach deinen Zeigefinger und wackel den ein bisschen hin und her, dann bin ich, glaube ich, schon weg. Hey! Was ist das denn? Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ina Müller ist dabei. Darf ich einmal hören? Das sieht sehr groß aus. Da bin ich wieder. Mein Name ist nach wie vor Schubert Olaf, aber die meisten nennen mich einfach Olaf Schubert. Oh, guck mal. Oh Gott, guck mal, da wäre es jetzt. Guten Nur Tag. Durch ihn sehen, wäre es schon vorbei gewesen. Der ist brandgefährlich, wenn es um Improvisieren und so geht. Hast du direkt einen zweiten Mann dabei, sag mal? Hast du es angefasst? Aber ist es noch warm? Lauwarm. Ich werde etwas preisgeben, was ich noch nie zuvor in der Öffentlichkeit getan habe. Und ich bin gespannt, wie die Menschen reagieren. Ich komme gleich wieder. Ja. Oh Gott. Ah, oh, ich freue mich so. Oh. Hey. Oh. Yeah. Oh. Das ist natürlich eine Erscheinung. Hi, grüß dich. Tachchen. Ich weiß immer noch nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, ehrlich gesagt, aber ich freue mich jetzt, dass ich hier bin. Ich helfe mal kurz dem Elias, gell? Der hat ja so wahnsinnig viel vorbereitet. Was hat der so für Tricks? So die Schauspieler, die haben ja alles gelernt. Unterschätzt mich nicht, aber überschätzt mich auch nicht. Hallo! Grüezi, Sie Hazel. Na? Nicht nur lustige, sondern auch wunderschöne Menschen. Und Olaf! Hi. Hallo, bei dir weiß ich nicht, wo ich... Madame trockener Humor. Gott. Hi. Ich bin Meltem Kaptan aus Köln, Schauspielerin und Comedienne auch, aber ich bin eigentlich vom Beruf aus Dauergrinserin. Hi! Guten Tag! Hallo! Was für geile Gestalten! Hallo! Meltem ist für mich eine der warmherzigsten, freundlichsten. Also Meltem ist eigentlich das Gegenteil von mir. Oh! Man hatte mir Stars versprochen, aber gut. Und da hast du gedacht, du bist dabei? Ja! Michael Kessler ist ja quasi ein Urgestein, ein Titan der heiteren Szene. Guck mal, Ralf. Gerne. Elias, ja. Könntest du gerade mal danke, assistieren? Dankeschön. Ja, klar. Wo geht's lang, Dana? Und du trägst nichts? Nö. Kennst du schon deine Spindnummer? Die sieben! Dankeschön. Ich denke, die Zeit ist reif für Mirja Böhs. Oh. Oh. Mirja. Auch gefährlich. Muss das denn sein? Hallo. Ah, sehr schön. Wow. Wenn ihr gar nicht damit rechnet, dann stehe ich auf einmal hinter euch. Hier kommt Start Nummer 9. Ein echter Champion.
der Gewinner der ersten Staffel. Mein Name ist Thorsten Sträter. Ich bin eine Mischung aus Clint Eastwood und einer Zeichentrickfigur. Ganz nah, wir gehen ganz nah ran. Da eine Reihe, hier eine Reihe. Achtung, recht, ich höre was. Ich höre was. 3, 2, 1. Da sehe ich meinen ersten Schweißperlen den Rücken runterrinnen. Also der ist auf jeden Fall auch jemand, vor dem ich definitiv mich in Acht nehmen muss. Thorsten! Seid ihr doof? Volltreffer bei mir, Humorzentrum. So Level 9 bis 10? So? Ja. And now, ladies and gentlemen. Da ist er! Da bin ich. Otto! Oder Edi, oder Edi? Bist du ruhig sitzt, entschuldige. Die Legende! Oh Gott, Otto ist, oh Gott. Also ist nicht böse gemeint, Otto, aber ich hoffe, der fliegt schnell raus. Du bist echt, oder? Warte mal. Bist du auch echt? Ja, ich bin auch. In den 70ern bereits hat Otto dafür gesorgt, dass wir uns vor Lachen auf die Schenkel gehauen haben. Zutiefst, mit jeder Phase, haben wir Lachen mit Otto gelernt. Wie lange bist du schon hier? Eh, auch 3 Stunden. Nein, im Ernst? Nein. Oh mein Gott, Schnitt noch nicht fertig. Also ich glaube, ich gehe rein und sag dir mal, dass sie nicht zum Spaß hier sind. Nein, jetzt nicht, komm, oh nein, jetzt schon. Nein, es geht schon los, ich dachte, wir haben noch Zeit. Der Otto ist mit dabei. Ja, ist das nicht toll? Das ist Wahnsinn. Ja. Ich störe total ungern. Ich mache es auch nicht lange. Ja, also ich möchte euch herzlich begrüßen, vor allem die 7 Neulinge, die ja hier eine echte Premiere feiern. Und weil das so neu für euch ist, möchte ich die Gebrauchsanleitung des Spiels vielleicht noch mal ganz genau erklären. Moment mal, es gibt Spielregeln? Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Namen der gesamten Crew begrüße ich Sie recht herzlich zur 5. Staffel von Last One Laughing. Mein Name ist Michael Bulli-Herwig und ich begleite Sie die nächsten 6 Stunden durch diese Show. Sollte es im Fall von Turbulenzen zu Lachen, Kichern oder Grinsen kommen, führe ich durch einen roten Buzzer den Spielabbruch herbei. Gänsehaut auf dem Kopf. Sollten Sie die Person gewesen sein, die beim Grinsen, Lachen oder Schmunzeln erwischt wurde, folgen Sie bitte den Anweisungen des Fachpersonals. Sie werden aufgefordert, sich eines Ihrer beiden Leben wegzubuzzern. Sollte dies ein zweites Mal passieren, fliegen Sie leider aus der Show. Bully ist so ein bisschen wie Robin Hood des Humors. Er nimmt von uns die Lebensfreude und gibt sie dann dem Volk. Im Anschluss werde ich den grünen Buzzer im Control Room erneut aktivieren und das Spiel geht mit diesem Signal weiter. Das ist so schlimm. Die Gewinnerin oder der Gewinner dieser Show darf sich über 50.000 Euro für einen guten Zweck freuen und über den schwersten Pokal der Welt. Ich begebe mich nun wieder in den Control Room. Wir werden in wenigen Sekunden starten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihren freundlichen Applaus. Oh Gott. Bravo. Ich nehme es sportlich. Ich kann nur hoffen, dass die anderen bessere Verlierer sind als ich. So, ja, okay. Warte mal, ich muss mir den Saft kaufen. Du musst den Saft kaufen? Du musst hier nichts kaufen, Otto. Es ist umsonst. Im Ernst? Ja. Guter Laden, muss ich mir sagen. Ich bin ehrlich gesagt total entspannt gerade. Ich habe mir nicht viel vorgenommen, außer zu gewinnen. Hallo meine Lieben, hiermit ist die 5. Staffel von Last One Laughing eröffnet.